Ja, herzlich willkommen zum Vorbericht auf das Auswärtsspiel in Ulm. Samstag 14 Uhr reisen wir nach Ulm zum SSV. Bevor wir aber zum Spiel kommen und den anderen sportlichen Dingen, zunächst mal fand am Mittwoch ein Benefits-Turnier statt, wo deine Mannschaft dann teilgenommen hat. Es wurde unter anderem Fußball gespielt, das Turnier wurde gewonnen von deinen Jungs, aber ich glaube, das stand nicht im Vordergrund gestern, der Fußball, am Mittwoch der Fußball. Auf gar keinen Fall, zumindest auch nicht mit unserer Historie. Wir waren ja schon mal da oben, auch Schlamm schütten und anpacken, und es war selbstverständlich, dass wir dann an so einem Turnier auch teilnehmen, auch wenn jetzt der Terminplan sehr eng ist. Und klar, Fußball stand zwar im Hintergrund, aber trotzdem wollten wir das Turnier gewinnen. Das ist uns gelungen, auch relativ klar gewonnen und mit vielen jungen Spielern gespielt, auch aus der A-Jugend. Und das freut mich besonders, dass man sieht, dass Rot-Weiß auch auf Jahre hinweg jetzt anscheinend gute Jungs hat, die hier groß geworden sind und die uns auch vielleicht immer mal verstärken können. Okay, 5 Spiele sind gespielt in der Regionalliga, 7 Punkte stehen auf dem Konto. Ich glaube, das ist eine Bilanz für eine junge Rot-Weiß-Mannschaft, die sich sehen lassen kann, wenn man bedenkt, gegen wen man alles gespielt hat, oder? Ja, wir gucken nicht, ob wir jung sind oder alt sind oder ob wir eingespielt sind oder nicht. Ich glaube, wir sollten von Spiel zu Spiel schauen. Wir haben eine tolle Runde bislang gespielt, muss ich sagen. War in der Form auch nicht zu erwarten, dass wir ad hoc sofort so auch punkten, dass wir aggressiv sind, giftig sind und auch noch nicht im Ball spielen, wusste ich. Aber dass wir auch gegen die vermeintlich Großen schon so auf Augenhöhe waren, das hat mich positiv überrascht. Und jetzt ist natürlich die Messlatte hoch. Wohl wissen, dass Ulm ein ganz schwerer Brocken ist und auch, dass Offenbach vielleicht nicht den besten Tag gegen uns hatte. Aber wie gesagt, ich fordere meine Mannschaft immer alles ab und wir wollen die Leistung jetzt bestätigen. Wenn man mal ein bisschen meckern in Anführungsstrichen will, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen die Chancenverwertung oder die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, sage ich jetzt mal. Ne? Also, oder ist es eher positiv, dass die Chancen herausgespielt werden und es fehlt nur noch das letzte Quäntchen Glück, die Dinger dann auch reinzumachen? Beides. Ich glaube, wir haben uns sehr viele Chancen auch rausgespielt, nicht nur immer gegen den Ball und hau ruck, wie uns oft so nachgesagt wird, gerade von größeren Vereinen. Ich glaube, wir haben sehr viele herausgespielte Torchancen gehabt und selbstverständlich musst du die Qualität erst auch mal haben, das zu tun. Aber die Qualität muss jetzt auch in der Form da sein, dass man die dann auch reinmacht, weil wir wollen solche Spiele in Zukunft gewinnen. Da ist auch nicht wichtig, ob Meter doppelt so hoch, dreifach oder vierfach so hoch ist. Das höre ich auch ganz oft immer wieder. Sondern wir wollen solche Spiele in Zukunft gewinnen. Das ist mein Anspruch als Trainer. Ich will immer das Optimale und wenn man so will, haben wir da eine sehr, sehr gute Leistung in Offenbach, haben wir da 2 Punkte liegen lassen. Du sprichst dich schon an, Ulm ist der nächste Top-Favorit in der Liga. Wenn ich mal heute geguckt habe, 2 Heimspiele, 7 Tore geschossen, 4-2 gegen Aalen gewonnen, 3-3 gegen Frankfurt, aber auch 5 Stück bekommen. Ist das schon so ein bisschen das Indiz, wo die Stärken und die Schwächen der Ulmer Mannschaft liegen oder ist das zu weit gegriffen? Ja, sie hat einen Trainerwechsel, so wie ich das einschätze. Ich kenne Thomas Wörle sehr gut, wir haben mal 2 Jahre bei Kickers Offenbach gespielt und ich glaube, die Stellschraube bei ihm war auch das Spiel gegen den Ball. Also sehr, sehr aggressiv gegen den Ball, pressen hoch, wirken relativ fit. Und natürlich, wenn du wenig Zeit hast in der Vorbereitung, sowas zu testen, natürlich hast du dann das Risiko, dass dir mal im Konter einer hinten durchflutscht. Und so war es bei ihnen. Sie hatten meistens Spielkontrolle. Was sie auch vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass sie in jedem Spiel zurückgekommen sind. Also sie waren fast immer in Rückstand und haben die Spiele dann noch für sich entschieden. Das spricht auch immer für eine tolle Mentalität. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. In so einem ellenlangen Saisonverlauf, dass du einfach weißt, wenn du mal zurückliegst, kommst du wieder. Und das haben sie uns voraus, weil wir sind noch nicht so wiedergekommen in dem Maße wie sie. Und deswegen, ich habe großen Respekt, aber ich habe keine Angst. Alles klar, Dankeschön und viel Glück am Samstag. Alles klar. Ja, bei mir jetzt Johannes Bender. Johannes, seit dieser Saison bist du hier im Kader bei Rot-Weiß Koblenz. Kannst du dich schon mal ein bisschen vorstellen zu dir, zu deiner Person? Wo kommst du her? Was hast du bisher immer so gemacht? Gibt es so Hobbys neben dem Fußball? Haben die Jungs den Spitznamen gegeben, so ein bisschen ein paar Sachen zu dir? Ja, also ich bin Johannes Bender, bin 23 Jahre alt, habe meine ganze Jugend in Hoffenheim Fußball gespielt. Die ersten 2 Herrenjahre in der U23 dort und die letzten 2 Saisons bei Steinbach-Haiger und eben jetzt zu dieser Saison hier. Und ich komme aus Moosbach, ist in der Nähe von Heidelberg und ja, neben Fußball gucke ich sehr gerne Sport, alles Mögliche, Basketball, Football, Eishockey und Fußball natürlich auch und ja. Jetzt habe ich gehört, du hast uns schon unseren berühmten oder jetzt berühmten Trainer trainiert und gespielt, Julian Nagelsmann. Hast du noch Kontakt zu ihm? Verfolgt er auch so ein bisschen deine Karriere noch? Ja, ich glaube, er ist schwierig, aber also ich verfolge ihn natürlich auf, sehr ausführlich, aber er glaube ich eher weniger, weil er eben viele Spieler schon trainiert hat, aber ja. Und du hast auch schon die Schale in der Hand gehabt, ne? Habe ich gehört. Ja, nee, leider nicht. Damals waren wir leider verloren. Okay. Im Finale war ich leider verletzt, da habe ich mir das Kreuzband gerissen im Halbfinale. Und ja, deshalb dafür hat es nicht gereicht. Im Finale wurden wir nur 2. Okay. Du hast es schon angesprochen, du bist von Hoffenheim nach Steinbach und jetzt nach Koblenz gewechselt. Warum hat es nicht mit dem Sprung ins Bundesliga-Team von Hoffenheim geklappt?
Ja, ich glaube, da hängen viele Komponenten zusammen einfach. Und bei mir war es vielleicht auch einfach ein bisschen Pech mit Verletzungen, dass ich dann eben im Halbfinale von der Deutschen Meisterschaft mir das Kreuzband gerissen habe. Dann war ich wieder relativ fit, war bei der EM-Vorbereitung dabei, bei der Nationalmannschaft, hat mir dann die Schulter ausgekugelt. Und ich glaube, einfach viele Komponenten kommen da zusammen, dass vielleicht am Ende nicht gereicht hat. Und jetzt die Zielsetzung hier bei Rot-Weiß. Ich habe gesehen, 5 Spiele, 1 Assist. Jetzt fehlen nur noch ein paar weitere und ein paar Tore, oder? Ja, 2 Assists. Bei Transfermarkt steht es leider falsch. Nee, okay. Aber ich glaube, wir haben eine gute Truppe zusammen, können dieses Jahr, glaube ich, schon für die eine oder andere Überraschung sorgen. Und ich glaube, wenn wir so weiterspielen, wie wir jetzt angefangen haben, dann könnte es auf jeden Fall eine gute Saison für uns werden. Am Samstag geht es nach Ulm. Hat der Trainer euch schon eingestellt? Wie kennst du die Ulmer? Wie schätzt du die Mannschaft ein? Ist da was drin oder ist das einfach, sind die einfach zu stark, weil Top-Favorit der Liga? Ja, nee, also Top-Favorit sagst du ja schon richtig, würde ich auch so unterschreiben. Aber ich glaube, wir haben es ja gegen Offenbach gesehen, auch Top-Favorit der Liga. Wir haben super mitgehalten, waren bis zum Ende, also für mich eigentlich die bessere Mannschaft, können da einen Sieg holen. Klar, Ulm, ich kenne einige Spieler, habe mit einigen schon zusammengespielt, eine super Truppe und ja, klar wird es schwierig. Trainer hat noch nicht so viel gesagt, aber ich glaube, es wird morgen noch kommen und dann Samstag in Ulm werden wir sehen, wie wir es umsetzen können. Alles klar, dann wünsche ich viel Glück dabei und Dankeschön. Dankeschön. So, komm. Ja, weiter. So, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gibt es eigentlich eine Sitzt, passt, wackelt und hat Luftversicherung?